Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal, so voll und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle 2 Wochen den Creator Code neu eintragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einem Shop vom 5. September 2019. Wir haben im Shop heute zu einem neuen, eine neue Lackierung und eine neue Musik. Wir fangen aber auf der rechten Seite an mit dem Liebesranger. Linken Seite. Was gibst du denn dem Liebesranger? Der Liebesranger. Liebesranger sieht ziemlich cool aus. Aber wenn er eine pinke Hose anhat, dreh den mal wieder nach vorne. Kann man ja alles sehen sonst hier. Ja, ziemlich cooler Teil. Kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10. 10. 3,5455 bei 111 Votes zum ersten bei 111111 zum ersten Mal am 13. Februar 2018 im Shop gewesen, sondern 20 Mal und 270 Reminders. Tattoo-Hacke! Ja, die ist auf jeden Fall cool. Für 800 V-Bucks, 9 von 10. 4 von 5 bei 13 Votes zum ersten Mal am 13. Februar 2018 im Shop gewesen, sondern 18 Mal und 27 Reminders. Dann kommen wir zum oben. Ja, der Omen. Zoom mal bitte an den ran. Für 2000 V-Bucks das Teil. Ist ja auch schon sehr, sehr lange im Shop. Omen kriegt von mir auch 8 von 10. Von mir auch 8 von 10. 3,2555 bei 122 Votes. Und ist am 17. Juni 2018 im Shop gewesen. Das sind 12 mal 108 Reminders. Orakel Hacke, die ist geil. Orakel Hacke ist ziemlich geil. Klick mal bitte auf den Werkzeugeffekt. Kriegt auf jeden Fall von mir auch 10 von 10. 4,2155 bei 34 Posts, was am 17. Juni 2018 im Shop gewesen. Seitdem 13 Mal und 34 Reminders. Dann kommen wir zum Sanctum. Der Sanctum, geil, kriegt von mir 9 von 10. Von mir 1500 V-Bucks. 3,655 bei 68 Posts, zum ersten Mal am 19. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 9 Mal und 77 Reminders. Mondaufgang. Auch eine coole Picke. Erinnert mich immer ein bisschen an Batman. Ja. Kriegt von mir 10 von 10. 9 von 10 auch. 3,5455 bei 24 Votes. Zuerst beim 19. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 9 Mal und 28 Reminders. Dann kommen wir zur Synapse. Ziemlich coole Lady für 1500 V-Bucks. Dreh die mal. Die hat dieses komische Alien auch hinten da drin. Das ist das, oder? Nein, ach nee, das ist das mit dem Holo. Ja, der gebe ich 7 von 10. Holo-Pack kriegt von mir auch, also Synapse kriegt von mir 7 von 10. 3,5355 bei 45 Bossen, erstmal am 16. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 26 Reminders. Elektro-Holo, oder? Mega cool, kriegt von mir 9 von 10. Elektro-Holo kriegt von dir 9 von 10. 9 von 10 von mir kriegt Elektro-Holo 8 von 10. 3,955 bei 10 Votes, das war am 5. August 2019 im Shop gewesen, seitdem 2 Mal und 6 Reminders. Überfliegerin. Ja, ist ganz nice. Kriegt von mir 6 von 10. Von mir auch. 3,355 bei 19 Votes, das war am 12. Dezember 2018 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal und 15 Reminders. Flatterhaft. Flatterhaft, ganz cool. Wirklich ganz cool für 500 V-Bucks. Kriegt von mir auch wieder 9 von 10. 9 von 10, von mir kriegt Flapper auch 9 von 10. 4,47 von 5 bei 19 Wurzeln, das war am 8. Februar 2018 im Shop gewesen, dann 12 Mal und 84 Mal anders. Und dann kommen wir auch schon zu den neuen Items, wir fangen mal an mit dem Llama Beat. Oh, da bin ich wirklich am überlegen, ob ich es mir hole. Normalerweise hole ich mir keine Musik, aber ich mag die Llama Glocke, mag ich sehr, sehr gerne. Und Llama Beat, ja. Nein, hat eine Benotung von 5 von 5 bei einem Vote und 2 Reminders. Und dann zum Fingerabdruck. Der Fingerabdruck, mal bitte da unten durch die Modelle durchklicken. Ja. So, ja, ein bisschen schnell, ne? Bist ein bisschen schnell. So, der Fingerabdruck. Ja, von wem denn? Weiß ich nicht. Von einem Waschbären?
Der Straftäter, Killer. Der Killer hat hier seinen Fingerabdruck hinterlassen genau. auf den Waffen. Der kriegt von, also kriegt von mir 5 von 10, sorry. Ja, ich finde ihn auch nicht so toll. Kriegt von mir auch. Ja, 6 von 10 kriegt er von mir. 3 von 5 bei einem Boot und einem Reminder. Jetzt bewerten wir den Shop und der Shop bekommt von mir heute echt mal ein Love It. Ich finde die neuen Items jetzt nicht toll, aber ich finde den Rest des Shops halt einfach geil. Also ich finde Llama Beat mega cool. Die anderen Items finde ich auch richtig, richtig geil. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir fast jedem Item entweder 9 oder 10 von 10 gegeben haben. Love it. Love it, definitiv. 859, 865 Love it, 754 jetzt mehr und 1997 Hate it. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, used unseren Support-Creator-Code, das war Bis dahin, haut rein und tschüss.